Hallo, sei mal ganz ehrlich, was war dein Gedanke beim Klick auf dieses Video? Ja, nice. Eine Runde ablästern über die blöden Handyknipser, die sich für Hobbyfotografen halten. Bin dabei. Da muss ich dich leider enttäuschen. Zum einen kann man auch damit fotografieren und damit knipsen. Zum anderen beschäftige ich mich seit über 15 Jahren ziemlich intensiv mit Landschaftsfotografie und muss immer noch aufpassen, nicht in die alten Knipsverhaltensmuster zurückzufallen. Um uns dem Thema des Videotitels anzunähern, werden wir deshalb jetzt nicht über irgendwelche Handyknipser lästern, sondern über mich. Anhand von zwei Beispielen, wie ich als Landschaftsfotograf mal richtig schön verkackt habe. Beispiel 1: Herbst im Schwarzwald, Inversionswetterlage, Nebelmeer, Fernsicht, alles, was man braucht. Da habe ich mir gesagt, ach, heute lohnt es sich doch mal, morgens ein bisschen weiterzufahren, also in den Hotzenwald nach Ibach, so ein Dorf, das bekannt ist für seine besonders schöne Aussichtslage und dann noch einen Hügel oberhalb dieses Dorfes, wo die Aussicht noch viel schöner sein muss. Da war ich zwar noch nie, aber was soll schon schief gehen? So sah der Fotospot aus. Blick übers Tal mit Nebel, dahinter noch mehr Nebel, Fernsicht zu den Alpen, eigentlich alles wunderbar, nur wie mache ich hier jetzt einen vernünftigen Bildausschnitt? Diese rötliche Vegetation da als Vordergrund funktioniert nicht richtig, weil immer egal, wie ich mich hinstelle, irgendwo noch so ein Gebüsch drin ist, das ins Bild hineinragt. Also ein bisschen näher ranzoomen, diese rötliche Vegetation weglassen. Aber das funktioniert auch nicht, denn da schneide ich immer auf dieser Wiese irgendwelche Büsche und Bäume durch. Also noch ein kleinerer Bildausschnitt. Ich nehme diese Baumreihe hier als unteren Abschluss. Naja, diese Bäume, die stechen so von unten ins Bild rein. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen mehr von den Bäumen draufnehmen. Jetzt habe ich dieses blöde Stück Wiese links unten, das stört nur. Es hilft alles nichts, die Baumreihe muss auch raus aus dem Bild, ich muss noch näher ran. Okay, jetzt kommt die Ausschnittsvergrößerung an ihre Grenzen, deshalb Leute nie den Digitalzoom am Handy verwenden, aber das nur nebenbei. Jedenfalls ist der Schnitt unten jetzt schon ziemlich knapp, aber weiter unten schneiden geht nicht, denn selbst bei diesem Ausschnitt pieksen schon noch ein bisschen die Bäume unten rein. Tja, am Ende bin ich dann heimgefahren, ohne ein einziges ernsthaftes Bild gemacht zu haben, das diese Blickrichtung zeigt. Was habe ich falsch gemacht? Dazu kommen wir gleich, aber erst Beispiel Nummer 2. Wieder Landschaftsfotografie im Schwarzwald, diesmal zwischen Hinterzarten und dem Feldberg. Da befindet sich sehr viel Wald und in diesem Wald eine sehr schöne Lichtung. Auf dieser Lichtung steht dieses hübsche kleine Haus, umgeben von Bäumen. Ist das nicht ein herrliches Motiv? Aber ich bin ja bekanntlich kein Knipser. Ich nehme das jetzt nicht bei hellem Tageslicht auf, sondern ich warte auf die richtigen Verhältnisse. Zum Beispiel Winter, frisch gefallener Schnee und Sonnenaufgang, Morgenrot. Auf diese Verhältnisse habe ich gewartet und ich habe sie tatsächlich bekommen. Da hat eigentlich alles gepasst an diesem Morgen und das Bild ist einfach nur Schrott. Es erinnert mich ein bisschen an meine Kindheit. Also, du kennst das bestimmt. Du hast als Kind irgendeine Dummheit gemacht und musst dir die Story bis ins Erwachsenenalter immer wieder anhören. Von mir zum Beispiel ist die Geschichte überliefert, dass ich Grießklößlsuppe mit Kirschen gegessen hätte. Angeblich, weil ich dachte, die Kirschen schmecken gut, die Suppe schmeckt gut, also muss beides zusammen erst recht gut schmecken. Ich vermute eher, dass mein Gedankengang war, die Kirschen passen gut zu Grießbrei, also müssen sie doch auch zur Grießklößlsuppe passen. Fest steht auf jeden Fall, ich habe nicht weit genug gedacht. Was hat das mit meinem Bild zu tun? Naja, das hier ist die Suppe und das sind die Kirschen. Jeweils für sich gut, aber beides zusammen ungenießbar. Zu viele auffällige Bildelemente, die miteinander konkurrieren und sich gegenseitig die Aufmerksamkeit streitig machen. Man weiß gar nicht, wo man hinsehen soll. Und noch dazu ist der Kontrast so krass, dass er mit der Bearbeitung kaum zu bewältigen war. Was habe ich also falsch gemacht? Ich habe in beiden Fällen mich zu sehr konzentriert auf das Motiv, auf den schönen Ort, auf das Morgenrot, auf die Aussicht, aber nicht auf das Bild, das ich eigentlich machen wollte. Der wesentliche Unterschied zwischen Fotografen und Knipsern lässt sich kurz zusammenfassen. Knipser suchen nach Motiven. Fotografen suchen nach Bildern. Und ich weiß eben aus eigener Erfahrung, dass es ganz schwierig ist, sich von diesem Knipser-Denkmuster zu lösen. Das Problem von Knipsern ist nicht, dass sie ein Smartphone verwenden, sondern dass sie sich blenden lassen von schönen Motiven, tollen Orten, schönen Aussichten, bunten Himmelsfarben. Und das Problem von Knipsern ist auch nicht, dass sie ihre Bilder spontan machen. Im Gegenteil, die spontanen Bilder sind oft die besten. Dazu noch ein Beispiel. Ich war letztes Jahr erstmals in Paris. Übrigens so ziemlich die überbewertetste Stadt, die man sich vorstellen kann, das nur nebenbei. Jedenfalls hatte ich mir da ein Bild zurechtgelegt, das ich unbedingt machen wollte. Alles genau geplant, Blick über die Seine auf Pont-Neuf und Île de la Cité, diese ganzen tollen Motive. Und das morgens zur blauen Stunde, wenn die Lichter noch an sind, aber der Himmel schon langsam hell wird. Ja, also alles genau geplant, wie man das eben macht als gewissenhafter Fotograf.
Und das ist das Bild, das dann entstanden ist. Und ja, das Bild ist schon okay. Es ist nicht schlecht. Es hat sich nicht unbedingt gelohnt, dafür extra nach Paris zu fahren, aber naja, geht schon. Aber mein Lieblingsbild von diesem Wochenendtrip nach Paris war eben nicht dieses, sondern das hier. Das ist ganz spontan entstanden. Was ist auf diesem Foto denn das Motiv? Es gibt nicht wirklich eins. Es gibt eine Perspektive mit Tiefenwirkung. Es gibt das Spiel von Licht und Schatten. Es gibt Formen, die zusammenspielen. Eins der berühmtesten Fotografie-Zitate überhaupt stammt von Henri Cartier-Bresson, der gesagt hat, ein gutes Foto ist ein Foto, auf das man länger als eine Sekunde schaut. Und ich finde, das hier ist ein gutes Foto. Gerade weil das Motiv fehlt, das sofort den Blick auf sich zieht. Hier dagegen hat man eigentlich in einer Sekunde alles Wesentliche registriert. Nun gibt es bestimmt Leute, die die Bilder aus diesem Video hier anschauen und denken, also mir hat dieses mit dem Morgenrot und dem Schnee viel besser gefallen als dieses Schwarz-Weiße aus Paris. Und das ist halt auch so ein Knipser-Ding. Also wer sich draußen blenden lässt von schönen Motiven und buntem Himmel, der neigt dazu eben auch beim Betrachten von Fotos. Wenn ich dieses Bild hier einem Mainstream-Publikum zeige, dann weiß ich genau, dafür werde ich viel mehr Likes bekommen und viel mehr positives Feedback als für sowas hier. Wer es vom Knipser zum Fotografen bringen will, muss also nicht nur lernen, das Bild vom Motiv getrennt zu betrachten, sondern auch das Feedback realistisch einzuschätzen. Und das ist mindestens genauso schwierig, denn viele Likes, viel Aufmerksamkeit, das schüttet natürlich Glückshormone aus. Aber was bringen mir 1000 Likes von Leuten, die gestern noch kaputt getonemappte HDR-Unfälle geliked haben und heute Fotomontagen mit Luminar Fake-Himmel? Also will ich in dieser Gesellschaft sein mit meinen Bildern? Ein Gegenbeispiel, dieses Bild hier, das hat auch relativ wenig Aufmerksamkeit und wenig Likes bekommen, aber einen Kommentar, der tatsächlich was wert war. Das Bild zeigt übrigens die Grand Place in Brüssel, einen Platz, der sehr touristisch ist, sehr beliebt und sehr viel geknipst wird, aber extrem schwierig ist zu fotografieren. Und genau das hat der Kommentator auch angemerkt. Ich finde den Kommentar jetzt wörtlich nicht mehr, weil er in einer der geschlossenen Reddit-Communities abgegeben wurde. Aber sinngemäß ging er ungefähr so, der Platz ist extrem schwierig zu fotografieren. Und ich finde es cool, wie du hier die historischen Fassaden zu Texturen umfunktioniert hast. Dafür habe ich mich dann bedankt und gesagt, ja, genau das war meine Intention. Schön, dass es jemand erkannt hat. Und sowas ist einfach mehr wert als 100-mal, wow, toll, oh, von Leuten, die eben ja auch Luminar-Himmel leiten. Und das alles musste ich jetzt gerade einfach mal auch in Videoform festhalten, auch um mich selbst dran zu erinnern, dass ich nicht so leicht auf die Verlockungen des Knipsens reinfallen sollte. Und dass es zum Fotografieren dazugehört, selbst wenn das Motiv noch so schön ist und der Himmel noch so spektakulär, dass es manchmal einfach trotzdem nicht zu einem guten Bild reicht, weil Motiv und Himmel und Ort und Aussicht und was auch immer alleine einfach noch kein gutes Bild macht. Und natürlich auch, dass zwei dieser Faktoren gleichzeitig oft erst recht kein gutes Bild ergeben, weil zu viele Köche den Brei verderben bzw. die Suppe. Das soll es jetzt jedenfalls von mir gewesen sein zu dem Thema, da mein Mittagessen vorhin eher suboptimal war, brauche ich jetzt erstmal ein Eis. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss. Suboptimal. Bin schon weg.